Top of Peaky! Cut them down! Bloody long, long beak! Good job, friends. The boat is ready to get going. We can head out at any time. The boat is ready to get going. We can head out at any time.
Well then, ready for a meet-in with Moen? Yes. Okay, let's go. We're here. You will find Moen. I'll wait here for you. How's it? Hanging in there. How's it going? Brothers, I've been waiting for you. Voice from the radios. Nowadays, you can't trust nobody. But Matutero says you're okay, and that's one brother I trust. Your bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? I'll do my best. Okay, then. Let's go. Und da sind wir wieder zu unserer kleinen Aufnahme von Dead Island. Wir hatten ja hier schon die Mission angenommen. Ich hoffe mal, der nimmt jetzt hier in Ruhe weiter auf. Ich kontrolliere das lieber einmal. So, gab nämlich gerade wieder ein kleines Windows-Update, was mich ziemlich ankotzt, weil dadurch immer der Autorisierungsmist startet. Und ich halt nicht weiß, nimmt er jetzt noch weiter auf, nimmt er nicht auf. Ist schön. Ich schneide zumindest den Zwischensprung dazwischen raus und ja, mach jetzt weiter. So, müssen wir hier unseren kleinen Typen hier folgen. Ich habe keine Ahnung, wo der hin will. Wirklich weit weg scheint es aber nicht zu sein. Aber ich glaube, wir machen es auf dem Weg zu unserem Boot. Sieht zumindest verdächtig danach aus. Ja, ich laufe mal ein bisschen vor, wenn er meint, nicht schneller gehen zu müssen. Ja, komm. Keine Müdigkeit vorschützen, mein Freund. So, did you take care of your business? Ich weiß es nicht. Ich nehm's mal an, ne? Boah, schauen wir mal hier, kann man erstmal hier alles reparieren. Upgraden haben wir eh keine Kohle für und modifizieren Zauberstab. Ja, komm, machen wir mal. So, jetzt haben wir nämlich noch eine Schock-Militärmachete. Und
Ja, die zieht zwar nicht ganz so weit wie unser Militärmachete Toxin, aber ein Schocktoxin ist doch schön. Das reicht dann auch erstmal. Jetzt weiß ich gerade nicht, was steht da zum Labor? Ja, dann gehen wir mal ab zum Labor, ne? Mal sehen, was wir dort dann so Schönes finden. Bin ich jetzt mal richtig gespannt drauf. Ja, Kapitel 12 sind wir sogar schon. Hätte ich jetzt persönlich gar nicht angenommen, dass wir schon so weit sind. Aber naja, es wird schon passen. Ja, dann fühlst du dich halt auf dem Fluss sicherer. Kann ich durchaus nach... Oh Gott. Yeah. Yeah. Untersuche das Labor. Yeah. Warum überhaupt? Das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Mir steht da leider nicht beliebig aufs Boot und segle zum Labor, rede mit Morgen. Also, wir sollen jetzt erst zum Labor latschen, danach mit dem Boot dorthin. Warum fahren wir nicht direkt mit dem Boot? Muss ich nicht zwangsläufig verstehen, denke ich mal. Aber schauen wir erstmal, haben wir hier ein Auto? Ein Auto, perfekt. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ich denke nichts wirklich. Da. What's in here? Minderwertige Militärmachete. Haben Platz dafür, ob wir sie brauchen. Ich denke weniger. Ach, ich werde mich nie daran gewöhnen, dass die man hier auf der anderen Seite einsteigt. Aber naja, was soll man denn auch groß machen? Irgendwie habe ich aber das Gefühl, das Mikro würde extremst leise aufnehmen. Deswegen schreie ich hier da rein. Sollte ich mich dort irren und das nimmt trotzdem voll laut auf, dann ja, entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich hier so halb am Rumbelken bin. Was war das denn? Ach so. Jo, komm her, Stinker. Noch ein Stinker. Beide tot. Ja, komm, mach weg die Scheibe. Ich muss was sehen. Ja, wunderbar. Ja. Die Zombies gehen ja ganz schön auf die Nerven hier. Ah gut, das hat so ein Zombie-Gemetzelspiel. Warten die Laborkittel an? Ja, nee. Ihr mich auch alle. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, da habe ich schon die Zombie gesehen. Ja, wir sollten uns blablabla, du kannst mich auch mal. Und jetzt hier, komm, mach Platz da und du auch. Und jetzt geht da endlich mal drauf. Ich möchte euch nicht verkloppen, ich will euch einfach nur totfahren. Ah, hier stehen so viele Autos rum. So, ich glaube, jetzt haben wir es halbwegs sicher. Rückspiegel funktioniert. Offensichtlich wurden wir schon wieder von irgendwo angegriffen und irgendwie hängen wir ja gerade auf der Schiene fest. Deswegen steige ich jetzt mal einfach aus und metzel den Rest einfach nieder. Ach, so einer ist da! Hat er uns hier gejagt oder? So, jetzt kann ich ja mal frei. Zatatatatapam! Der hinten schon kommt zum Leben. Wer bist du denn, Alter? Ja, wollte uns doch tatsächlich hier gerade... Da, der hier auf die Pelle rücken, die Saudi. Ja, diese Zombies mag ich gar nicht. Die sind flink und lassen sich auch nicht wirklich von ein paar Schlägen unterbrechen. Oh je, was zu futtern. Ja, erstmal die Vitamine und... Tja, das hat so ziemlich gar nichts gebracht. Aber Süßigkeiten, das gibt uns richtig Energie. Wobei mir ein Energiedrink lieber wäre. Ob ich das Ding auf hätte abschließen können. Wir wissen es nicht. So, ich hoffe mal wirklich, dass die Aufnahme hier jetzt nicht versaut wird, dadurch, dass er so leise aufnimmt. Muss ich echt mal überprüfen, woran das liegt. Ah, noch mehr Kohle. Eine Reisekarte haben wir hier. Tja, das ist schön. Ich habe nämlich vorhin da hinten auch eine gesehen am Boot. Was bist du denn hier? Verkackter Freak, du!